Ja, hallo meine Lieben. Ich befinde mich jetzt bei meiner Schwester. Also wie ihr sehen könnt, ist das ein ganz anderer Hintergrund. Ich werde euch einmal den Hintergrund zeigen, weil der ist wirklich wunderschön. Das ist eine Wandtapete. Von wo hast du die? Von Amazon, gell? Ja. So, und meine Schwester wird mir heute helfen, die falschen Lashes aufzukleben. Und dabei werden wir das filmen. Und ich werde dann 2, 3 Tage später, wenn sie runtergehen, werde ich sie versuchen, dann auch selbst einmal zu kleben. So, ich würde sagen, genießt das und ja, wir freuen uns schon auf ein Ergebnis. Weil meine Schwester hat gesagt, sie hat das schon ein paar Mal bei ihr gemacht. Ja, jetzt schauen wir sich das an. Und ist es schwer? Es ist Übungssache, die zweite und bitte Auge auch zuhalten. Das ist die dritte. Ja. Ups, jetzt ist mit dir runtergefallen. Wo ist die jetzt? Allerdings werden wir jetzt euch nicht alle Wimpern zeigen, sondern wir werden euch dann das Endergebnis zeigen. Jetzt kann ich mit dem einen Auge auch sehen, wie sie das macht. Ja, und der Kleber trocknet dann eh von selbst oder mit einem Ich mache Wattepass. jetzt alle beide Augen und ihr werdet dann das Endergebnis dann sehen, wie das dann Genau. fertig ausschaut. Also so ist die ganze Prozedur jetzt. So, Übung macht den Meister. So, meine Lieben, ich habe die Seite, was ich gemacht habe, habe ich jetzt wieder weggenommen, weil ich finde, das sollte auch gleichmäßig ausschauen. Und ja, ich werde es noch zu Hause ein bisschen üben, auf jeden Fall. Also diese Catrice Lashes sind super, der Preis ist wirklich super, nur man muss es wirklich können. Also ich habe es das erste Mal jetzt versucht, zwei sind mir gelungen, zwei sind mir gleich, also nicht abgebrochen, sie sind ein bisschen so gehangen, das hat mich gestört, ich habe es runtergegeben. Ja, auf jeden Fall Übung, Übung, Übung und im Notfall habe ich ja noch meine Schwester, die mir das ja auch noch machen kann zu irgendwelche Veranstaltungen. Aber ich werde zu Hause noch lernen. So, und jetzt kommen wir zu Sleek, zur Eyeshadow Palette. Da habe ich ja gesagt, die möchte ich euch gerne mal zeigen und auch swatchen. Und zwar ist das die Palette, die ich habe, ist das die Sleek Palette 594. Das ist eine Palette, die mit wirklich kräftigen, bunten Farben. Die anderen sind mehr schlicht gehalten. Mir hat die Farbe, wie ihr wisst, sehr violett. Auch die anderen, zum Beispiel die zwei Farben, sind wirklich wunderschön. Auch dieses Grün habe ich auch bis jetzt noch nirgendwo gesehen, außer bei Sleek. Also wirklich, die Farben sind einzigartig. Ja, und die Palette kostet 13 Euro. Und ich muss euch sagen, sie ist wirklich, wirklich jeden Euro wert. Also es sind wirklich, wirklich schöne Farben dabei. So, und jetzt möchte ich euch noch die Highlighter-Palette squatchen. Kommen wir zur Highlighter-Palette. Also die hat gekostet 13 Euro und ich muss euch sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Und die erste Palette ist cremig, die andere ist pudrig. Sie haltet wirklich sehr lange an. Und ja, wie gesagt, ich bin zufrieden. Ich werde jetzt auch ein Bild squatchen, dass ich euch das am Handgelenk zeigen kann. Ja, und ich möchte mich jetzt mit diesem Video verabschieden, möchte mich noch bedanken an meine Schwester, dass sie sich die Zeit genommen hat für die Wimpern und auch an Just Me and Beauty, dass sie so lieb war und mir ein kurzes Anleitvideo gedreht hat, damit ich sehen kann, wie man sie klebt. Jetzt habe ich von meiner Schwester und von Just Me and Beauty, also es kann ja gar nichts mehr schief laufen. Ja, und ich werde üben und werde natürlich beim nächsten Schminkvideo die falschen Lashes von Catrice natürlich auch euch zeigen. So, meine Lieben, bis zum nächsten Mal, eure Miss Pink Panther.